Hallo, hier ist der Martin von Money Monkey. Das ist die DAX-Analyse für den Freitag, den 7.05.2021. Und unser DAX, ja, scheint hier Segel setzen zu wollen. Hat sich zum Donnerstag definitiv ganz gut geschlagen. Ne? Hat den auskonternden Mittwoch eigentlich jetzt bestärkt. Hat die am Mittwoch errungenen Gewinne verteidigt und jetzt sogar ein neues hochgestellt. Schluss sehen wir hier, Stundenschluss sehen wir über dem Abwärtstrend, das heißt, der Long Trigger ist angeschlagen und demzufolge öffnet das jetzt nach oben halt Potenzial. Wir haben gestern gesagt, dass der Bereich 230, 270 hier oben sehr wichtig ist, unten die 15, 1, 10, 15, 85 und dass es richtig wird, wo geht da raus? Na, haben wir drüber gesprochen, hab gesagt, er macht bestimmt beide Bereiche, springt bestimmt da sogar zwischenher, ne, weil er einfach die Entscheidung sucht, weil er das austesten will, ne, das ist einfach der DAX halt, das macht er immer so. Deswegen haben wir gesagt, dass er bestimmt zwischen den beiden hin und her springt. Das hat er ja getan, er ist genau zwischen, auch eigentlich sehr präzise sogar, zwischen den Marken hin und her gesprungen und hat es hochgeschlossen. Ich bin normal, wenn ich sowas sehe, so eine Flaggenformation etc. und so weiter. Und die löst nach oben auf, bin ich meist sehr stark long-orientiert. Hier muss ich allerdings sagen, gefällt es mir nicht so ganz, weil es zu steil ist. Also mir ist es persönlich zu steil. Ich bin sehr, 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 wäre hier sehr, sehr kritisch, wenn der wieder in den Trend reinfällt, also drin schließt und sehr früh dann sogar auch, sodass ich schon sagen würde, zum Freitag, alles, was so unter 15,180 geht, da stimmt was nicht, weil so wie er jetzt hier steht, dann muss er mit Gewalt raus, dann muss ein Aufwärtsgap kommen, das kommt bestimmt sogar auch, ne, muss ein Aufwärtsgap kommen, vielleicht in die 290, 300 rein. Und dann muss er das offen lassen und oben raus. Dann kann er das Pattern spielen, dann kann er den Trendbruch machen und dann kann er oben rausgehen. Ne? Er hat jetzt hier 1, 2, 3 mal aufgesetzt, das ein bisschen unsauber dann hier gemacht und läuft jetzt los. Das ist alles okay, schön und gut, wenn er dran bleibt und liefert halt. Ne? Sind jetzt die 350 und dann sind auch 400, 410 drin. Das ist möglich, das ist durchaus erreichbar und dann eben auch das Allzeithoch bei 15 in einem Schwung. Ne? Wahrscheinlich Freitag Etappe 1, so ein bisschen die 410 dann rein und dann zum Montag den Rest. Und sogar ein ganzes Stück dann oben raus. Ich würde jetzt hier mal ein bisschen aufräumen, einfach den alten Trigger, den hat er nie überrannt. Das sind einfach zu viele Pfeile im Chart, die das sehr unübersichtlich machen, sodass wir das hier mal, der hat nicht geklappt. Ne? Hier war die Erwartungshaltung, dass er unten vom Trigger zurückdreht. Ziehen das mal hier ein bisschen ran. Wir brauchen jetzt hier ein bisschen Platz zum Zeichnen hier drüben. Das nehmen wir jetzt auch mal raus. Damit das wieder ein bisschen übersichtlicher wird. Das andere lösche ich jetzt gleich, wenn ich das Video fertig habe, lösche ich mal hinten ja auch die ganzen Pfeile raus, dass es einfach wieder ein bisschen übersichtlicher wird. Und ich würde schon sagen, wenn der jetzt hier zurückfällt, sollte man nochmal Rückschläge erwarten, einplanen. Ich würde denken, der geht dann rein hier in die 15,50 rum. Wahrscheinlich zum Freitag. Ich glaube nicht, dass er das Gap schon schließt. Wenn er aber zum Freitag sich Schwäche zeigt unter der 1,80 notiert, dann wird er eh rumfuchteln. Der wird ewig rumhängen. Der wird die 15,80, 15,70 verteidigen, was das Zeug hält, aber der wird unten mal auch in die 15,50 dann reinstechen. Das wäre für mich auf jeden Fall so das negative Szenario, gerade auch wenn er zum Morgen zum einfach nicht liefert halt, ne? Wenn er nicht nach oben rausballert und jetzt hier Zug drauf hält, ne? Weil nur so kommt er wahrscheinlich durch. Und wenn dann du seitwärts rumeiert, dann wird er hinten raus runterkippen, das glaube ich schon. Von daher würde ich das jetzt hier schon so mit einplanen, in dem Bereich erstmal und später dann, vielleicht Montag, dass er dann in dem Bereich dann auch noch auf den Gap Close dann wegschießt halt. Ne? Es kann dann durchaus noch ein bisschen dauern, dass er dann hier auf den Gap Close reingeht. Das wären so für mich so zwei Etappen, die ich mir gut vorstellen kann. Wie gesagt, der Bereich, der wird mega baggert werden, wenn er denn runterkommt. Aber Stand jetzt muss man ganz klar sagen, das Signal, das geht nach oben halt. Ne? Also, das ist alles gemacht, was wir gesagt haben, was er hätte machen müssen, um oben rauszukommen. Ne? Erinnert euch, wir haben 2,70 gesprochen, Stundenschluss über 2,30, der ist zwar jetzt erst am Abend gekommen, ne? Ganz spät. Aber mein Gott, er ist gekommen. Da war auch Schwäche drin über den Tag, die wurde schön nach oben ausgekontert. Also von daher, wir geben ihm jetzt mal die Chance, gucken uns das mal an. Wenn er versagt und dann 3,50 wieder nach unten knallt, wieder unter die 180 läuft, dann halten wir das L an die Stirn und dann machen wir Buh und dann schimpft man als Duser. Dann wird er auch verhauen werden. Wenn er das nicht liefert, dann wird er verhauen. Und ich sag mal, die Fehlausbruchsgefahr, wir haben, wir,
erinnert mich mal, gestern, vorgestern, vorvorgestern haben wir hier drüber gesprochen. Hier steht Bewegung an. 500 bis 1500 Punkte. Und haben gesagt, dass er oft, aber vorher erst in der einen Richtung Fehlausbruch macht, dann in der anderen und dann durchrennt. Ne? Das habe ich hier gesagt. Da habe ich dann selber nicht mehr so richtig dran geglaubt, als die Kerze kam. Die hat mich, also ich hätte gedacht, die geht weiter. Ich hätte es nicht gedacht, dass der das auskontert. Ne? Aber wenn man jetzt rückwirkend das nochmal betrachtet, was wir eigentlich erzählt haben, ja, haben wir gesagt, dass er nach so einem Tag wie der Donnerstag, letzte Woche Donnerstag, anfängt Strecke zu bauen, aber eben einmal nochmal Fehlausbruch. Für mich ist das viel zu viel Fehlausbruch. Für mich ist es eigentlich kein richtiger Fehlausbruch, aber im Endergebnis wird es einer. Und wenn er jetzt oben auch noch einen generiert, dann kriegt er nochmal unten raus richtig Flinte halt. Ne? Da würde ich schon aufpassen. Das Fehlausbruchsrisiko ist mir oben schon erhöht. Da wäre ich kritisch, wenn er zurückkommt. Aber long probieren, wenn er weiter liefert. Ich glaube, man wird nicht drum rumkommen. Sonst sitzt man wieder die ganze Zeit noch da und guckt zu. Also mal probieren. Sollte man es wahrscheinlich, ne? Wenn er weiter liefert, wenn er stabil bleiben, oben bleibt, Stück für Stück hochschiebt, über die 3,50 geht, dann geht er in die 4,10, dann geht er an die 15, dann macht er neue Allzeithochs. Das wird dann so kommen. Ne? In diesem Sinne, gucken wir uns das an. 1,80 ist für mich Triggermarke nach unten. Da will ich nicht wieder drunter sehen. Sehe ich ihn da drunter, wäre es für mich dann ein Fehlausbruch oben. Ne? Vielleicht vorher nochmal eine 3,20, 300, bisschen Stops raus. Flacken hier vielleicht auch nur eine 300, genau 300. Das würde eigentlich schon vollkommen reichen zum Start. Dann Gap schließen 2,65. Wenn wir sowas sehen und dann runter unter 1,80, dann geht der Montag auch unten raus. Und dann geht das nochmal los hier. Dann geht das nochmal unten in die Verlängerung. Dann wird nochmal die 1,15 beackert, 85. Dann fällt die. Und dann macht er unten das Gap zu und geht auch weiter raus. Also mir ist die Flagge einfach zu steil halt. Ne? Für einen DAX ist das zu steil. Das sieht man selten, dass sowas klappt. Also, es kann klappen, aber weiß nicht. Weiß nicht. Gestern habe ich gesagt, es riecht mir wie, als macht das unten raus. Ne? Er hat aber erstmal nur die beiden Bereiche abgetänzelt. Ne? Wir haben ja gesagt, zwischen 2,30, 2,70 und der 1,10, 1,85 soll hin und her springen. Ne? Genau das hat er eigentlich getan. Aber so zum Schluss hin. Das ist mir ein bisschen zu hoch jetzt, ja. Würde ich ihm schon die Karten nach oben raus erstmal einräumen. Weil die Käufer wirklich gezeigt haben, dass sie die 15.110 da verteidigen wollen. Ja, das soweit der Blick der Dinge. Meine Meinung dazu im Tagesschart müssen wir jetzt halt das eigentlich voll ausgekontert haben. Und das sieht halt auch, ne, also, ja, passieren kann alles, aber sieht halt nach sowas aus, ne, wie das Stadium hier. In dem Stadium. Ja, diese Bewegung in dem Stadium sieht aus wie diese Bewegung in dem Stadium. Sieht aus wie, keine Ahnung, so oft so eine Bewegung gesehen. Ja, es ist schon eher nach oben halt. Ne? Und aus Tagessicht wäre hier jetzt Kursziel 460 zum Freitag schon erreichbar als Übertreibungsmarke oben für den Tagesschluss 460. Ja, tut mir leid für die, die ihn unten raus haben wollen. Ja, können. Leider, leider da nicht mehr zu sagen. Ich brauche unter 1,80. Vorher würde ich auch persönlich jetzt nicht nochmal einen neuen Short hier irgendwo probieren wollen. Das wäre mir zu heiß dann halt, ne? Dann wuchtet der volle Hütte oben raus, volle Möhre. Nee, das würde ich nicht haben wollen. Unter 1,80 geht gerne, dann suche ich mir da nochmal Shorts. Aber ich glaube, hier würde ich jetzt eher versuchen, so immer ein paar Punkte nach oben wieder rauszusichern. Wenn er Schwäche zeigt, dann kann man da auch erstmal wieder aufhören. Dann hört man kurz auf und guckt sich das an halt, ne? Ob er die Schwäche wieder auskontert oder ob aus einer richtig fetten, schwachen, roten Kerze von 3,50 plötzlich weiter nach uns zieht, dann nicht long, ne? Aber Risiko geht da eher nach oben gerade, das Kursrisiko, ne? Gut, in diesem Sinne, lasse ich euch damit alleine. Ja, zumindest die jetzt nur das Video schauen. Hoffe, ihr kommt zum Freitag zurecht. Passt ein bisschen auf, ne? Freitage nehmen oft den Tradern ihre Wochengewinne wieder weg. Ja, sind oft auch ein bisschen fies. Und von daher passt schön auf, dass ihr hier keinen Schwachsinn macht. Bleibt vernünftig. Ja, und dann hören wir uns am Montag wieder. Und guckt doch mal am Wochenende ein bisschen auf die Kryptos. Ne? Elon Musk spricht im Fernsehen über Dogecoin, hat zumindest angekündigt am Sonntag, beziehungsweise in Amerika am Samstag, Samstagnachts, bei uns Sonntag früh 5:30 Uhr, glaube ich. Wenn man einen kleinen Proxy hat mit amerikanischer IP, kann man es auch gucken. Mehr kann ich dazu nicht sagen, aber kann man ein bisschen im Auge behalten. Da gibt es bestimmt schöne Vola dann zum Sonntag im Kryptobereich. Gut, ja, Freunde.
Punkt. Aus. Fertig. Schönes Wochenende. Wer mich nicht nochmal hört und sieht. Und dann bis zum Sonntag wieder. Bis dahin. Ciao.